Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir haben Dezember und wie angekündigt gibt es bei mir im Dezember ja den Adventskalender im Bereich Watercolor Tutorials und genau, wir öffnen alle zwei Tage ein Türchen, so auch heute. Und das Ganze funktioniert so, ihr könnt euch am Tag, an dem das neue Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal startet, vorab die Skizze auf meinem Instagram-Account in meiner Story screenshotten und könnt euch die Vorlage ausdrucken. Genau, und dann könnt ihr mit mir zusammen 12 wunderschöne Weihnachtsmotive im Boho-Style malen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, euch gefallen die Motive. Ich wünsche euch viel, viel, viel Freude, viele schöne, tolle Ergebnisse und würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr das Ganze anschließend auf eurem Instagram-Account auch veröffentlicht oder postet und dabei mich als Kerstins kreative Ecke verlinkt und den Hashtag kreativ mit KKE benutzt, denn dann ja, kann ich eure Beiträge auch finden und kann die liken und kann die natürlich auch teilen in meiner Story. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem heutigen Tutorial und sage ciao, ciao, bis übermorgen. Ja, im heutigen Motiv gibt es wieder ganz, ganz viel Schnee. Wir malen heute einen Schlitten, auf dem ein paar Zweige sind und ein schöner Krug steht. Ja, mit einer süßen Dekoration und den Schlitten habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemalt und heute extra exklusiv für euch ja, habe ich mir besonders was ausgedacht und zwar habe ich zum Schluss in den Hintergrund noch ein paar Berge gesetzt und genau, für den Schlitten mache ich mir wieder eine Mischung aus meinem typischen Braun, das heißt ein bisschen 409, ein bisschen 715 und natürlich wieder 106 da rein. Die Farben, die ich verwende, sind alle von Van Gogh und genau, die Töne, die ich verwende, ergeben immer sehr, sehr, sehr schöne Boho- oder Nude-Töne und damit male ich jetzt hier erstmal diese Kufen von dem Schlitten. Dann kommen ja natürlich noch unten diese Querstreben vom Schlitten, wo dann hernach auch diese Sitzfläche vom Schlitten drauf kommt. Und um das Ganze so ein bisschen zu unterscheiden, male ich das ja, mit mehr und mit weniger Pigment. Diese Front zum Beispiel von der Sitzfläche mache ich dunkel und die Sitzfläche selbst mache ich etwas heller. Die Kufen sind ein bisschen heller und diese Querstreben dafür wieder ein bisschen dunkler. Und da könnt ihr auch so ein bisschen noch mit der Farbe spielen, dass man diese breite Fläche von den Fronthölzern von diesen Querstreben erkennen kann. Genau. Und dann kann man anschließend noch so ein bisschen Schattenstellen da reinsetzen. Ja, das ist der Schlitten. Und als nächstes kommt dann der Krug. Hierfür nehme ich wieder mein tolles, tolles Grün. Da habe ich aus dem letzten Tutorial von vorgestern noch ja, ein bisschen Grün über, diese Farbe habe ich ja benutzt, um die Schneekugel zu malen. Und da ist ein bisschen 630, ein bisschen von diesem Gelb-Grünton und dann auch wieder ganz viel 106 drinnen und ausreichend Wasser. Und den Krug male ich so an, dass der rechts ganz hell ist und das meiste Pigment auf der linken Seite bleibt. Genau. So, jetzt mische ich mir ein dunkles Braun mit 715409 und zeichne mir damit die Zweige ein. Einmal die natürlich, die in dem Krug sind und dann auch die, die unten auf dem Schlitten liegen. Die Zweige auf dem Schlitten werden ganz normale Tannenzweige und die Zweige im Krug werden diesmal keine Tannenzweige, sondern nur beerige Zweige. Das kann man natürlich variieren, wie man mag.
und kann die unterschiedlich machen. Ihr könnt Beeren und Tannenzweige nehmen, ihr könnt aber auch nur Tannenzweige mahlen. Das habe ich auch schon etwas öfter und auch ganz, ganz unterschiedlich gestaltet. Und genau. Ja, danach lege ich schon los mit den Tannen, glaube ich, mit den Tannennadeln, die ich mir ja mit meiner 630 immer anmische. Am Anfang noch ein bisschen anderen Grünton mit da rein für die erste Schicht und die zweite Schicht wird dann draufgesetzt, wenn ich das Ganze abgedunkelt habe und ich dunkel mir das dann immer mit der 409 etwas ab. Und genau, setze jetzt hier so ein bisschen wahllos, einmal schräg nach oben verlaufend, aber auch so ein bisschen ja, in alle anderen Richtungen, die Nadeln so da dran. Und genau, danach kommt dann die zweite Schicht oben drüber. Und dann ist unser Schlittenmotiv eigentlich schon so gut wie fertig gemalt. Das ist heute nicht sehr aufwendig und ich habe es auch heute nicht langsamer laufen lassen. Ja, weil hierzu eigentlich gar nicht so sehr viel zu erklären ist. Genau, die Beeren, für die Beeren mische ich mir anschließend aus dem Englisch Rot einen Ton zusammen. Den seht ihr in meiner Mischpalette auch noch ein bisschen vom letzten Mal. Da setze ich jetzt gleich einfach noch ein bisschen Pigment dazu und mische mir aber auch noch ein bisschen 715 und wieder 106 da rein. Man denkt am Anfang, das wird dann nicht viel anders, aber es wird anders. Es kriegt irgendwie nochmal einen anderen Farbton. Es wird cremiger, so ein bisschen nebliger. Ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Aber jedenfalls finde ich, macht das immer ein bisschen was aus und gibt dem Ganzen echt so einen typischen Boho-Look. Und hier setze ich jetzt ganz wahllos an die Zweige einfach ein paar ganz kleine runde Beeren dran. Und wenn das dann getrocknet ist, dann kommt der Hintergrund, bei dem ich so ein bisschen hauchdünn diese Berge andeute. Und dann wird natürlich wieder gesprenkelt. Und zum Schluss setze ich dann unten noch das Lettering drauf. Schneide mir diesmal dann meine Karte ein bisschen kleiner zurecht als Grußkarte. Das wird so ein bisschen ja, ähnlich wie A6, habe ich das, glaube ich, geschnitten. Und genau, so hier kriegt der Schlitten natürlich jetzt unten und auch vor dem Schlitten noch einen schönen Schatten verpasst. Das mache ich ja immer so eigentlich bei meinen Motiven. Und hier male ich jetzt im Hintergrund ein bisschen die Fläche nass. Und so ein bisschen hat das schon seine Farbe bekommen, weil jetzt das Wasser schon etwas bräunlich gefärbt ist. Das ist aber gar nicht schlimm. Das ist eigentlich sogar schon ja, sehr vorteilhaft. Und diese Berge deute ich jetzt mit einem leichten Braunton an und verblende die dann. Und lasse das diesen hellen Braunton dann nach unten hin so auslaufen. Genau. Und damit hat man schon gleich eine schöne Winterlandschaft. Und dann kann man hier und da noch mal so ein bisschen mit Pigment reingehen, aber wirklich nur ganz leicht, ganz viel Wasser, eigentlich kaum Farbe, denn es sind ja eigentlich auch verschneite Berge und genau. Ja, jetzt gehe ich wieder mit ordentlich Wasser in meine Weiß, in meine 106 und hole mir damit sehr, sehr, sehr nasse Farbe auf meinen Pinsel und klopfe den wiederum auf einen anderen Pinsel, um ja, mein Bild mit weißen mit weißen Schneesprenkeln zu überhäufen. Ich mache sie sehr deutlich im Bereich vom Schlitten, weil man den Schnee natürlich an der Stelle am meisten sieht. Und dann gibt es hier noch das Lettering. Das gestalte ich diesmal in Braun und nicht in Schwarz, weil das so schön in diese cremige, in das cremige Gesamtbild und natürlich zu dem braunen Schlitten passt. Und ja, wie immer natürlich Vorlage vom Schlitten und Vorlage vom Lettering heute in meiner Instagram-Story. Und damit
Ja, ist das heutige Türchen schon wieder gemalt und ich freue mich schon wieder auf übermorgen. Da wird es auch wieder sehr, sehr, sehr Boho-Style-mäßig. Ja, bis dann, ihr Lieben.